Herr Präsident, sehr geehrte Herren und Damen, ich kannte den Artikel aus dem Hamburger Abendblatt, bevor ich den Antrag kannte. Und deswegen ist auch unser Antrag so entstanden. Und deswegen möchte ich Ihnen das auch noch mal gerne mal erläutern, warum wir das an dieser Stelle auch etwas grundsätzlicher aufziehen, weil es unseres Erachtens die Dimension nicht greift, um die wir hier tatsächlich sprechen, auch wenn meine Vorredner und Vorredner ja ganz zu Recht die Probleme des Älterwerdens auch angesprochen haben. Wir wissen ja in Hamburg über die Lebenssituation älterer Menschen eigentlich ganz gut Bescheid. Uns liegen mehrere Berichte dazu vor, aus denen auch ziemlich genau hervorgeht, in welchem gesundheitlichen Zustand sich die Generation 60 plus befindet, wie deren soziale Lage ist und welche Bedürfnisse und Wünsche sie an ihre derzeitige Lebensphase haben. So sind die meisten älteren Menschen trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Alltagserscheinungen, die das Altern so mit sich bringt, mit ihrer Lebenssituation eigentlich ganz zufrieden. Wir wissen aber auch aus Studien, dass es in dieser Generation eine sehr ausgeprägte Subkultur der Bescheidenheit gibt. Man klagt eben nicht. Man erinnert sich auch noch sehr gut an Kriegszeiten, an die Nachkriegszeit, an Hunger und Entbehrung. Und im Vergleich dazu geht es ja heute vielen Menschen gut, finden viele. Das größte Problem, das ältere Menschen haben, ist ihre Einkommenssituation. Zu Recht fühlen sich immer mehr Menschen, die in die Phase des, ich sag's mal, Unruhezustandes wechseln, von dieser Gesellschaft verraten. Trotz lebenslanger Arbeit reicht die Rente nicht. Trotz Einmalzahlung in die Sozialversicherung sollen sie für Arzneimittel und medizinische Behandlungen zuzahlen. Und die meisten können die Pflegeleistungen, die sie benötigen, nicht bezahlen. Sauber, satt und trocken, das ist immer noch das Ziel der heutigen Pflege, wonach die Leistungen und Zeiten berechnet werden. Schwarz-Gelb. Doch genau darüber reden wir. Schwarz-Gelb sollte sich deswegen schämen, dass sie es in den letzten 4 Jahren nicht geschafft hat, den Pflegebegriff um psychosoziale Aspekte zu erweitern. Allein dafür, finde ich, hören Sie abgewählt und nicht, jetzt einen Antrag zu bringen, wo es wirklich nur um ein ganz winziges Detail dieser Frage geht. Die Anzahl derjenigen, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr aus Renten, Pension, Vermögen und Unterhaltsansprüchen bestreiten können, stieg in Hamburg von 2005 auf 2010 um 50% auf 8.343 Männer und 11.387 Frauen. Die Anzahl der Älteren, die immer weniger Geld im Monat zur Verfügung haben, wird noch weiter steigen, auch vor allem durch die Menschen, die im Niedriglohnbereich tätig sind. Und die Frauen, das wissen wir alle, sind besonders stark betroffen, denn sie haben oft extrem niedrige Renten. Die CDU beschreibt ja in ihrem Antrag, woran es liegt, dass der Lebensabend aller Wahrscheinlichkeit nach nicht selbstbestimmt verbracht werden kann. Wobei ich die CDU dann aber nicht verstehe. Wenn sie die mangelhafte Ausstattung der Rentenkassen schon erkennt, und hier beziehe ich mich ja nun wirklich konkret auch auf den Antrag, warum finden Sie dann eine Absenkung der Rentenbeiträge zum Beispiel gut? Und meine Vorredner haben es ja auch zum Ausdruck gebracht, sehr vage. Wir finden es auch richtig, dass er überwiesen wird, damit wir es da nochmal tiefer diskutieren, dass hier ein großes Problem liegt und dass Seniorengenossenschaften bei weitem nicht ausreichen. Den Antrag empfinde ich daher in Gänze als unehrlich. Die CDU hat es maßgeblich mit zu verantworten, dass die Pflege in Form einer Teilkaskoversicherung unzureichend ausgestattet ist. Sie haben es auch in Hamburg maßgeblich zu verantworten, dass wir keine ausreichenden altersgerechten Wohnungen finden. Und ich finde, das muss man bei diesem Thema Lebenssituation älterer Menschen wirklich immer wieder dazu sagen. Und ich verstehe auch, liebe Abgeordnete CDU, dass Sie das nervt, dass ich das hier in den Kontext setze, aber es zeigt eben auch, wie unzulänglich Ihr Antrag ist. Sie finden keine politische Antwort und machen keine Kurskorrektur in der Renten- und Pflegepolitik, sondern wollen die Unzulänglichkeiten, die Sie mitgeschaffen haben, wie man sieht, mal wieder auf das Ehrenamt abwälzen. Sie reden den Leuten ein, sie müssten sich vielleicht nur etwas mehr engagieren, etwas mehr Selbsthilfe, dann klappt das schon. Die sozialen Probleme älterer Menschen, die durch schlechte Politik noch schlimmer werden, können aber mit Seniorengenossenschaften eben nicht aufgefangen werden. Damit erreichen sie vielleicht eine kleine Gruppe, mehr aber auch nicht. Und ob sich dafür der Aufwand lohnt, den die CDU in ihrem Antrag vorschlägt, das bezweifle ich. Und da habe ich wiederum das Gefühl, dass meine Vorredner und Vorredner da gar nicht so weit von mir weg sind.
Ich finde, die Ressourcen sollten besser dafür eingesetzt werden, die Pflegestützpunkte auszubauen, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu beschleunigen und den altersgerechten Wohnungsbau, zum Beispiel in Form des Ausbaus von Servicewohnanlagen, voranzutreiben. Auch das sind solidarische Einheiten, die sich gegenseitig helfen, so wie wir das eben in unserem Antrag vorschlagen. Daher habe ich auch überhaupt kein Verständnis dafür, dass die SPD unseren Antrag nicht in den Ausschuss mit überweisen will. Dass die Parteien, die auf eine Machtoption nach den Bundestagswahlen spekulieren, unseren Vorstoß für eine Anhebung des Rentenniveaus nicht mitmachen, ist eine verpasste Chance. Sie machen damit deutlich, dass es nicht in Ihre Politik gehört, die Rente wieder sicherer und auskömmlicher zu machen. Und das werden sich die Menschen hoffentlich merken.